Guten Morgen, herzlich willkommen zu Moin Moin. An einem ganz besonderen Tag, am Tag, an dem Rosen fliegen, Kuchen gebacken werden, Männerherzen höher schlagen, Frauenherzen höher schlagen, Männer- und Frauengenitalien etwas feuchter sind als normal, am Tag von Gunnars Geburtstag. Gunnar hat Geburtstag heute. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Gunnar. Ich hoffe, dass du uns noch lange erhalten bleibst und dass unsere Freundschaft wächst wie ein Mammutbaum. Langsam, aber über die Jahre, dann doch stetig und ziemlich beeindruckend schnell. Zu fällen einen schönen Baum braucht's eine halbe Stunde kaum. Zu wachsen, bis man ihn bewundert, braucht er, man bedenkt es, ein Jahrhundert. Das einzige Gedicht, das ich tatsächlich auswendig kann, wahrscheinlich falsch von vorne bis hinten. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin gut gelaunt, draußen scheint die Sonne am Tag von Gunnars Geburtstag, aber natürlich auch am Valentinstag. Heute ist Valentinstag, also ein Tag, an dem uns irgendwann mal die Firmen mitgeteilt haben, kauft unsere Produkte, denn heute ist irgendwie ein geiler Tag und außerdem solltet ihr eurer Freundin, eurem Freund was schenken, weil sonst ist sie euch sauer und so weiter. Also eigentlich eine ganz geile Sache. Für unsere Geldbeutel und für das Konsumverhalten in Deutschland, das an diesem Tag mal wieder ansteigt, liebe Herrschaften. Steigt eigentlich das Konsumverhalten an? Müsste man mal prüfen. Mit Sicherheit. Und ich bin nicht der Erste, der diese Kritik aufbringt. Ich finde solche Sachen, scheiß doch drauf. Ob jetzt Halloween, man kauft halt ein bisschen mehr irgendeinen Scheiß, weil irgendjemand aus Irland gesagt hat, wir feiern jetzt Halloween oder die Amis uns das irgendwie eintrichtern wollten. Und dass man das groß feiern muss. Es ist doch schön. Wir brauchen doch, der Mensch braucht Traditionen. Ich ganz besonders, ich im Besonderen bin ein Traditionsmensch. Ich hänge an Traditionen, bin immer froh, wenn man zum Beispiel auch am Tag irgendwie so eine Tradition drin hat. Also ich merke immer, wenn ich mal irgendwie komplett meine Selbstständigkeit ausgelebt hat, früher irgendwie in Berlin oder so, und einfach den ganzen Tag machen konnte, was ich wollte und dann irgendwie geschlafen habe und bis nachts gearbeitet habe, da ist man dann nicht so glücklich, glaube ich, im Endeffekt, wie wenn man dann doch so ein bisschen Struktur in seinen Tag bringt. Also denkt bitte daran, wenn morgen um 5.30 Uhr euer Wecker klingelt, also 4 Stunden vor meinem wahrscheinlich, hey, wenigstens habe ich eine Struktur in meinem Leben. Die habe ich so gut wie es geht nicht. Ich brauche heute natürlich wieder eure Unterstützung, denn ich rede doch hier jetzt nicht alleine. Ich mache den Scheiß nicht alleine. Habe ich von Anfang an gesagt, ich mache das nur mit den Zuschauern. Dann gab es lange Gespräche, ob es den Zuschauern Moin Moin diesmal geben soll. Wollen wir Moin Moin ausnahmsweise live machen für Lars? Ja, die Führungsriege von Rocket Beans hat es mir zugelassen. Ich darf mit euch zusammen Moin Moin machen. Und ich brauche natürlich am Tag der Liebe, werde ich auf verschiedene Situationen eingehen, was Liebe zu tun hat. Zum Beispiel möchte ich gerne eure schönste Liebesgeschichte oder eure schlimmste Liebesgeschichte, / Dating-Geschichte. Wir sind natürlich bei mir voll im Dating-Kosmos, das könnt ihr euch denken. Es wird natürlich wieder eine Runde getindert später. Das könnt ihr euch auch, darauf könnt ihr euch auch schon mal freuen. Denn wenn nicht heute, sollte man sich einen Sexpartner suchen auf Tinder, wenn nicht am Valentinstag, wo man denn ansonsten verzweifelt zu Hause sitzen sollte und sich einen in seinen Tennissocken rubbeln. Lustigerweise habe ich heute einen Tennissocken an und den hatte ich gestern auch schon an, if you know what I mean. Es ist tatsächlich ein bisschen glitschiger als sonst, aber der Fußmarsch wird angenehmer. Schreibt mir also eure, wenn ihr eine crazy Liebesgeschichte habt, schreibt die mir auf Twitter unter dem Hashtag Moin Moin. Hashtag Moin Moin. Da könnt ihr quasi eure Liebesgeschichten posten. Ist natürlich nicht so viel Platz. Vielleicht schreibt ihr es vorher mit Word, macht dann einen Screenshot. Leute, ich muss euch nicht das Internet erklären. Ihr seid da pfiffig, ihr seid da fit drin. Oder ihr schreibt es mal hier in den Chat oder ja, schieß mich tot. Das möchte ich auf jeden Fall sehen. Ich werde heute auch, dazu komme ich gleich, zwei Leute oder mehrere Leute heute verkuppeln. Denn ich bin, da brauchen wir nicht lange drüber diskutieren, natürlich der rechtmäßige Nachfolger von Kai Pflaume. Ich verkuppel heute Rocket Beans Zuschauer. Wie das hundertprozentig funktioniert, weiß ich tatsächlich noch gar nicht so genau. Aber ich habe mir da schon gestern Nacht was im Bett liegend ausgedacht und das werden wir ausprobieren.
Ist übrigens auch immer so, ne? Immer in der Nacht vor Moin Moin schlafe ich schlecht. Und das geht nicht nur mir so. Ja, das habe ich schon von vielen gehört. Weil man doch irgendwie Panik hat vor diesen blöden 45 Minuten, die ja im Endeffekt dann immer Spaß machen und man ja doch so viel labern kann. Ne? Der hat ja schon wieder nur einen Schluck Kaffee getrunken, weil er nur labert die ganze Zeit. Also Moin Moin ist ja überhaupt nicht schlimm, aber man hat doch irgendwie ein bisschen Angst davor. Ich bin früh eingeschlafen. Trailer Park Boys schaue ich immer noch zum Einschlafen jetzt wieder. Bei der Intro-Melodie fange ich immer an zu schlummern oder bei der Outro. Das ist eine wunderschöne Melodie, die einen einfach nur sanft in den Schlaf küsst. Dann bin ich eingeschlafen, dann bin ich wieder aufgewacht irgendwann nachts um 4 oder so. Classic bei mir, irgendwie auf Dienstag. Passiert das relativ häufig. Es gibt übrigens auch noch eine große Enthüllung heute. Ihr könnt natürlich nicht die ganze Zeit das RBTV-Programm verfolgen. Ihr seid auch nicht immer auf Facebook und lest jeden Post. Das heißt, es könnte durchaus für euch eine absolute Neuerung sein. Es ist nämlich quasi der Teaser, die Ankündigung einer neuen Show, einer neuen Abendshow hier auf RBTV um 20 Uhr Dienstag. Boah. Also eine Sache, die wir locker schon vor 4 Wochen hätten ankündigen können, nicht müssen, können. Aber wir wissen ja auch immer nicht, wann es losgeht. Ne? Man muss ja auch erstmal die ganzen Bums hier bauen, man muss erstmal ein neues Haus bauen, damit man hier eine neue Show machen kann. Also ist das alles nicht so früh planbar. Zu der Show komme ich aber gleich. Ich dachte eigentlich, ich könnte sehr gut durchschlafen, weil ich gestern nämlich noch Sport gemacht habe. Ganz recht. Naja, es wurde dann doch nicht so wie geplant. Ich war nämlich schwimmen. Also eigentlich, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe und irgendwann mal wieder Sport machen möchte, so nach ein paar Wochen, dann gehe ich meistens joggen. Gestern dachte ich, nee, ich habe voll Bock auf Schwimmen und war schwimmen. Und zwar hier in Hamburg im Holstenbad oder sowas. Also erstmal, ich will eine Stunde schwimmen. Davon, wenn du eine Stunde bezahlst, gehen ja sowieso schon mal eine Viertelstunde mindestens drauf zum Umziehen und sowas. So, an- und ausziehen. Eine Stunde? 6 Euro? Zum Schwimmen? Kriege ich währenddessen einen runtergeholt? Kann ich mir während des Kraulens den Bart schneiden lassen? Nein, es sind 6 Euro. Um zu schwimmen. Man muss dazu sagen, das ist Holzenbad, da gibt es Therme und sowas. A.k.a. das Grad ist 3 Grad wärmer, weil sie wahrscheinlich weniger Urin rausfiltern als beim anderen Waschbecken, anderen Becken. Also ein bisschen wärmer. Das ist natürlich ein wunderschönes Gebäude. Kann ich euch vielleicht mal zeigen, um euch ein bisschen neidisch zu machen, die Leute, die nicht in Hamburg wohnen. Offensichtlich seht ihr, dass das keine Schleichwerbung ist, weil ich schon sehr... Nee, Holthusenbad heißt es. Völliger Unsinn, was ich gesagt habe. So, können wir mal ganz kurz hier drauf schauen. Oi, oi, oi. Achso, sorry, ich habe gerade, ja doch, hier kann man drauf schauen. Wunderschön, ne? Ganz toll, da war ich schwimmen. Seht ihr mal, wie herrschaftlich ich bin. Ich habe natürlich vorher das Gebäude sperren lassen, damit keine Asozialen unterwegs sind, sondern nur ich und meine herrschaftlichen Freunde. Ja, war wunderschön, aber 6 Euro und ich habe immer so ein bisschen Schiss, weil ich schwimme. Ich bin natürlich ein Leistungsschwimmer, ne? Ich bin ein sehr guter Schwimmer gewesen, bevor ich Krüppel ward. War natürlich sehr skeptisch, weil Schwimmbad ist immer so, dann schwimmen da die Omis und so, dann kannst du nicht schwimmen und musst ständig ausweichen. Ich bin da angekommen, habe gesehen, dass es auch einen Außenbereich gibt und es gab tatsächlich einen Außenbereich bei minus 10.000 Grad, der nicht wirklich wärmer war als der Innenbereich von der Wassertemperatur, aber es geht. Also wenn du schwimmst und so und dich bewegst, dann spürst du gar nicht, dass draußen sehr kalt ist. War perfekt, ich bin angekommen, es war nur ich und noch ein anderer Schwimmer da bei 4 Bahnen. Alles wunderbar, bin meine 12 Minuten geschwommen, bis ich aufhören müsste, weil wirklich sonst mein Herz einfach explodiert worden wäre. Und ich habe mich einfach völlig überschätzt und musste quasi erstmal wieder Luft holen. Bin kurz raus, habe gedacht, ich mache 10 Minuten Pause, um dann wieder reinzugehen und wieder schön weiter zu schwimmen. Nach 10 Minuten Pause. In der Zwischenzeit scheint irgendwie, keine Ahnung,
Kuchen für alle Frauen über 70 ab jetzt im Außenbereich. Bitte kommen, Kuchen essen. Diese Aussage wurde wohl getroffen, denn 10 Minuten später war das komplette Schwimmbad voller dieser Omi-Frauen, weißt du, die irgendwie schwimmen gehen. Hinterher sagen sie, ich mache jeden Tag Sport, aber ich nehme trotzdem zu. Herr Doktor, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich mache so viel Sport. Das ist doch kein Sport. So machen sie. So machen sie. Ganz langsam machen sie und glauben, das ist Sport. Also wenn das Herz nicht höher schlägt als beim Kaffee und Kuchen essen, dann könnt ihr euch das so ein kleiner Pi mal Daumenwert, ein kleiner Richtwert, dann habt ihr keinen Sport gemacht. Ja, wenn das Herz ein bisschen höher schlägt, aber nicht, weil ihr mich seht, den berühmten Star im Holthusenbad. Wenn ihr euer Herz ein bisschen höher schlägt, weil ihr euch viel bewegt, dann ist es Sport. Aber nein, so, Kinder, ist doch nicht so. Und dann hatte ich da auch schon gar keinen Bock drauf, weil dann gehst du raus und dann willst du schwimmen und man könnte ja dann irgendwie den ausweichen, immer irgendwie so einen Bahn ausweichen, aber dann gucken sie ja so vorwurfsvoll. Was fällt dir ein, mein Becken zu benutzen, indem ich hier gerade Kuchen esse? Im Schwimmbad isst man doch keinen Kuchen. Auch so eine Sache, ne? Schwimmbäder. Ich bin ja wirklich ein riesen Schwimmfan. Ich liebe Schwimmen. Ich bin eine Wasserratte. Och, komm, hört doch auf. Aber wenn man mit einer Schwimmbrille ins Wasser geht, dann siehst du ja alles, ne? Was auf dem Boden da so rumliegt und so. Und diese Partikel und die Rotzfäden, die da durchs Wasser ziehen. Bah! Oh, ist mir gerade ein bisschen schlecht geworden, aber ich kann mich nicht jedes Mal bei Moin Moin übergeben. Letztes Mal war es Styropor, glaube ich. Jetzt sind es diese Rotzfäden im Wasser. Das ist da auch noch keine. Also ich glaube, wir müssen doch eigentlich filtertechnisch schon vorangeschritten sein und fortgeschritten sein, dass man gesagt hat, ja okay, früher war es hygienetechnisch okay, dass da überall Rotzfäden und Kackbabbel irgendwie auf dem Boden rumschwimmen, aber heutzutage sollte man doch irgendwie, keine Ahnung, noch einen besseren Bodenabzug erfinden oder irgendeinen Filter. Mein Gott, ich bin kein Filteringenieur! Dass dieses Wasser mal ein bisschen sauberer ist. Oder auch diese Aussagen, dass der typische Chlorgeruch, habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, der typische Chlorgeruch in Freibädern, der ist ja nicht das Chlor an sich, sondern die Mischung Chlor, Urin und sonst irgendeine Scheiße. Erst das macht es zum klassischen Chlorgeruch. Wie kann man denn sowas schreiben und dann lachen und dann am nächsten Tag zur Arbeit gehen? Da muss man doch sagen, das kann doch nicht sein, dass hier Pisse ist, das hier riecht. Muss doch irgendwas erfunden werden, dass sofort alles aufgelöst wird oder so. Menschenhaut zum Beispiel. Oder irgendwie bessere Filter, Leute. Ekelhaft. Tolles Thema, schreibt da jemand im Chat. Danke, Lars. Bäh. Ihr sollt doch nicht essen, wenn ihr Moin Moin schaut. Ihr könnt Moin Moin, wenn ihr irgendwie das Florentin Moin Moin schaut, könnt ihr essen. Das ist ein ästhetischer Typ. Wenn ihr einen Donny Moin Moin schaut, könnt ihr essen, das ist ein ästhetischer Typ. Aber bei Lars Erik Paulsen könnt ihr doch nicht essen, Leute. Naja, jedenfalls habe ich dann letztendlich gestern 6 Euro gezahlt, um 10 Minuten zu schwimmen und danach in der Therme abzuhängen bei 3 Grad wärmer. Ein bisschen abchillen. Ein bisschen Schwalbe auf dem Rücken. Das war so ein bisschen mein Sporterlebnis gestern. Ja, ich bin schon ganz schön voll geworden. Da habe ich wenn wir gerade schon beim Thema Wasser sind, im Bad habe ich einen Wasserschaden. Das wäre das Thema gewesen. Dann, nein, ich glaube, ich habe so einen Wasserschaden im Bad. So eine große dunkle Stelle an der Decke. Und ich habe einen Hausmeister bei uns. Ich weiß, der hört jetzt nicht zu. Er schaut Dienstag meist kein Moin Moin, weil er mich nicht mag. Der ist scheiße. Und ich habe Angst, den anzurufen. Weil der einem gibt er einem das Gefühl, man sei Dreck. Immer gibt er einem das Gefühl, man sei so eine Etepetete-Tante, die keine Ahnung von Handwerk hat. Leute, ich mache das nicht beruflich, ja? Ich bin eine Etepetete-Tante und ich kann kein Handwerk, aber ich möchte nicht, dass man mir das machen. Jedenfalls habe ich dann erstmal den Wasserschaden nicht gemeldet, weil ich dachte, wird sich schon von alleine lösen. Nein, weil dann am nächsten Tag auch tatsächlich an der gleichen Stelle über mir gebohrt wurde. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Wasserschaden beim Mieter oben dran war. Und es kann auch sein, dass das jetzt behoben wurde. Ich weiß es aber nicht so genau. Und ich traue mich nicht, das zu melden. Jetzt habe ich gelesen, dass wir einen neuen Hausmeister haben. Ich habe diese Informationen, den Zettel, auf dem diese Information stand, ich habe ihn geküsst. Ich habe ihn abgeschleckt von oben bis unten. Und ich habe auf diesen Zettel, das lassen wir jetzt mal außen vor, ihr wollt ja frühstücken.
Aber es war für mich so eine schöne Information, dass der Hausmeister gewechselt hat. Jetzt kann ich im Prinzip auch diesen Wasserschaden melden. Würde ich vorschlagen. Bevor ich mit meinen anderen kleinen Geschichten weitermache. Bevor hier jetzt alle abspringen. Jetzt sind so langsam alle wach. Ich habe euch den ersten Würgereflex, quasi den ersten Gag-Reflex. Bing, bing, bing. Podcast mit Andreas und mir. Immer mal reinhören, was geht ab. Ich habe euch den ersten Würgereflex verschafft. Das heißt, ihr seid jetzt wach. Das ist immer so meine Aufgabe. Ich möchte, dass ihr so ganz verschlafen irgendwie guckt in die Röhre und dann irgendwann kommt dann, was macht der denn da? Und dann seid ihr quasi wach. Und da ihr jetzt wach seid und ich eure volle Aufmerksamkeit habe, möchte ich euch nun einen Teaser-Trailer zeigen. Das ist natürlich nichts Großartiges, das ist ein kleiner Teaser-Trailer. Und alles Weitere erzähle ich euch danach, aber jetzt erstmal den Teaser, bitteschön. Neue Abendunterhaltung. Das war sie, die Hymne. Das sagt euch gar nicht viel, ne? Das, was ihr jetzt gesehen habt. Außer der Informationen, die ihr gelesen habt. Leute, nächste Woche ist es soweit. Auf Rocket Beans startet eine neue Show. Eine neue Abendshow. Eine neue Late Night, könnte man sagen. Fängt aber um 20 Uhr an. Aber für Rocket Beans Verhältnisse ist das Late Night. Liebe Leute, nächste Woche startet die neue Show namens Neue Deutsche Abendunterhaltung. Es ist eine Show, zu der ich schon so ein paar Sachen quasi verraten kann, aber das wird sich auch immer wieder ändern und so. Wir saßen natürlich sehr lange zusammen, haben uns überlegt, was können wir machen? Wie können wir irgendwie einen neuen Ansatz finden oder wie können wir irgendwie einen stimmigen Ansatz finden und wie können wir einen Ansatz finden, der nicht nach zwei Sendungen abgesetzt werden, sagen wir es mal so, wie es ist. Wir haben uns überlegt, wie können wir eine geile Show machen, sind auf keine Antwort gekommen und haben dann jetzt die neue deutsche Abendunterhaltung geplant. Wir haben gesehen, dass Zirkus Halligalli abgesetzt wird, das ist natürlich unsere große Show, unsere große Chance für diese Show. Das heißt, wir sind der legitime Nachfolger natürlich für den Zirkus Halligalli. Ist auch alles mit ProSieben abgeklärt soweit. Die haben da zugestimmt, auch ja, natürlich, ja, sicherlich. Werden in der Zeit, wenn wir hier auf RBTV die neue deutsche Abendunterhaltung, nämlich 20 Uhr dienstags, senden, nichts auf dem Kanal ProSieben senden. Da wird komplette Leere sein. Nur ein kleiner Hyperlink zu RBTV wird es geben. Diese Sendung wird moderiert von, kann man sogar noch genau gar nicht sagen, ich quasi leite ein bisschen die Sendung zusammen mit Andreas Lingsch, wie ihr gerade gesehen habt. Andreas Lingsch und ich, wir leiten so ein bisschen die Sendung. Ich will gar nicht sagen, wir moderieren die Sendung, auch wenn das natürlich richtig wäre, denn wir moderieren die Sendung. Aber es ist im Prinzip eine große Ensemble-Show. Es soll jetzt nicht irgendwie der Fokus auf Andreas und mir liegen. Da bin ich sehr erpicht drauf. Das wissen auch alle, dass ich das immer wieder betonen möchte, weil ich keinen Bock auf die Verantwortung habe. Nein, wir sind natürlich irgendwie die Quatschköpfe vor der Kamera, aber es werden auch immer wieder andere Quatschköpfe vor die Kamera kommen. Zum Beispiel auch das Geburtstagskind Gunnar. Denn Gunnar ist mit in diesem Ensemble dabei, genauso wie Donny, oh motherfucking Sullivan, und Andy, oh motherfucking Strauß. Sehr kreativ mal wieder. Das ist so der erweiterte Kader, das erweiterte Kosmos dieser neuen deutschen Abendunterhaltung. Es wird quasi wieder irgendwelche Messebesuche von Gunnar geben, bei denen er sich irgendwie einen Schwanz ins Gesicht tätowiert oder so. Es wird Gesänge und Gedichte eines Andy Strauß geben. Das Genie des Andy Strauß wird in dieser Abendunterhaltung erst quasi zum Vorschein kommen. Wird strahlend, die ganze Welt bestrahlen, wird dieses Talent. Und unser Donny O'Sullivan, ihr kennt ihn, das ist der kreativste Mensch südlich des Südpols. Nee, Moment. Doch, irgendwo ist doch immer der Südpol, hat auch schon Napoleon gesagt.
Das heißt, es wird eine Sendung geben, die immer wieder Einspieler präsentieren wird von diesen Leuten. Es wird, Andreas und ich werden durch die Sendung leiten. Es wird, wenn wir denn Lust darauf haben, Gäste geben. Wir wollen keinen Gästezwang haben. Wir wollen nicht jedes Mal, nur damit wir unbedingt einen scheiß Gast in der Sendung haben, einen Gast einladen. Das heißt, wenn wir einen Gast haben, den wir cool finden, dann laden wir den ein und dann werden wir mit dem sprechen. Ja, so frei sind wir. Sprechen dann mit diesen Leuten. Wir brechen mit Konventionen und sprechen mit den Leuten. Es wird, wenn wir Bock drauf haben, auch Musikgäste geben. Wenn wir Bock drauf haben, wird zum Schluss eine Band spielen. Also ein komplett neues Format, ein einmaliger Versuch hier auf RBTV, eine Show dieser Art zu etablieren. Wir haben alle Bock drauf. Es ist tatsächlich so, dass man hier in den letzten Monaten viele Umstrukturierungen quasi mitbekommen hat bei RBTV. Und es geht natürlich bis in die Redaktion, spürt man das. Und deswegen haben auch gewisse Leute ein bisschen mehr Zeit. Und das ist sehr wichtig, dass wir jetzt quasi eine feste Redaktion haben für diese Sendung, die sich immer trifft und die dann wachsen kann und die dann eben gegenseitig sich kreativen Input geben kann und wir dann daraus irgendwie was ganz Schönes machen wollen. Es wird jetzt nicht der Riesenbang. Erwartet doch nicht immer gleich die großen Quoten. Mein Gott, wenn da so ein Andreas und ich rumhüpfen, wo sollen denn die Quoten herkommen? Waren wir bei Giga? Nee, Putzmänner vielleicht. Erwartet nicht die Riesen... Ach, erwartet einfach eine schöne Show. Ich will ja gar nicht tief stapeln. Es wird ja auch geil. Natürlich wird es geil. Es sind die geilsten Leute hier am Start, die da teilhaben. Das heißt, es wird natürlich eine super Show. Aber ja, wir wollen da einfach quasi unser kleines... das soll einfach so ein bisschen unser Herzstück sein, wo viele Leute eben ihre Leidenschaft quasi reinfließen lassen. Und daraus kann dann doch nur ein gutes Produkt entstehen, Leute. Das glaube ich, denn alle haben Bock, im Gegensatz zu älteren Versionen oder älteren Shows, haben eben alle Beteiligten Bock auf diese Show und ich glaube, deshalb wird das eine ganz besondere Show. Ich freue mich drauf. Immer dienstags 20 Uhr, live hier auf RBTV oder dann natürlich, je nachdem, wie viel Koks in der Social Media und YouTube-Abteilung verteilt wurde, 24 Stunden bis zu 3 Wochen später in der Mediathek. Nein, die sind immer sehr schnell und deswegen weiß ich auch gar nicht, was diese Spitze jetzt gerade sollte. Falls ihr noch Fragen habt zu dieser Abendunterhaltung, werde ich die meisten Fragen vielleicht gar nicht beantworten können oder wollen, aber stellt die gerne unter dem Hashtag MoinMoin. Jetzt möchte ich aber erstmal ganz kurz eine kleine Geschichte vorlesen hier. Ich habe vorhin dazu aufgerufen, dass ihr mir doch bitte eure Liebesgeschichten, eure schönsten Liebesgeschichten auf Twitter kurz schildern sollt. Und es hat tatsächlich jemand getan, Arthur. Freundin beim Studium in Ungarn kennengelernt, eine Woche bevor sie dort abgebrochen hat, sind jetzt bald 4 Jahre zusammen. Das ist wirklich wunderschön. Gibt es dann irgendwann Vergünstigungen nach 2-3 Jahren oder ist es noch der gleiche Satz pro Monat? Freundin beim Studium in Ungarn kennengelernt, das ist eine sehr schöne Geschichte. Guck mal, sind jetzt 4 Jahre zusammen, das wird wahrscheinlich noch ein weiteres Jahr reichen und halten und dann wird die Liebe verwelken. Nein, nicht heute am Valentinstag. Ihr werdet heiraten. Ihr werdet die besten Freunde und gleichzeitig ein Liebespaar bleiben. Hier haben wir eine Aussage von Mel. Die schönsten Liebesgeschichten beginnen mit Schokolade. Ja, das ist auch wahr. Ich bin gar nicht so... Also ich mag schon Schokolade, aber ich bin ganz froh, dass ich nicht so ein Schokoladenfreak bin, der dann irgendwie gleich eine ganze Tafel verschlingt. Wenn ich irgendwie so 2 Rippen esse, dann wird mir schon auch ziemlich schlecht. Und dann kommt wieder... So, mit Shiny Billy und ich schauen Senpai aufmerksam zu. Was ist das denn für ein süßer Billy? Können wir da mal ganz kurz draufschalten? Ja, habt ihr alle gesehen, ne? Hat jetzt gerade nicht so gut funktioniert, holen wir nach. Doch hier, jetzt. Guck mal. Zitolim schreibt mein Shiny Billy und ich. Habt ihr es am Freitag gesehen? Pen and Paper? Animal Squad? Zieht's euch rein, ist in der Mediathek. Hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Super traurig, dass es jetzt wieder 1 Monat hin ist bis zur nächsten Folge. Zieht's euch rein. Was haben wir noch? Kritisiert ihn, bla bla bla. Amalienbad in Wien ist bestes Bad, kann ich aber so schnell nicht mal hin. Neue Partner-Trainingsshow mit Kai Lars Pflaumsen. Nur die Liebe zahlt, wer zahlt am Ende die Rechnung? Streit vorprogrammiert. Ja, finde ich gut.
es ist immer noch so eine Sache, ne, mit der, wer zahlt die Rechnung? Es ist nicht, also einerseits wollen die Frauen das ja auch mal selbst bezahlen, aber wenn man dann das nicht macht, dann hörst du hinterher nur Schlechtes. Das weiß ich ganz genau. Das habe ich von vielen schon gehört. Also ich meine, ich zahle natürlich immer alles, weil ich alles immer klau. Aber hab das schon oft gehört. So, ich glaube, hier so viele Liebesgeschichten sind da gar nicht mehr, ne? Dann kommt die neue Folge Gag-Reflex, die wird auch demnächst kommen. Podcast, neue deutsche Abendunter, Count Me In. Hat bis jetzt sehr gut funktioniert mit den Abendshows, IG1A. Ja, finde ich auch, dass es sehr gut funktioniert hat. Denkt mal ein bisschen drüber nach, ob das wirklich stimmt, was ihr gerade hier vorwerft. Ja, ich glaube, hier ist nicht mehr viel. Also doch, guck mal, hier ist noch eine Geschichte von Regina. Auf der Hochzeit von Freunden hat ein Kumpel von mir bei meinem Vater um meine Hand angehalten. Eieieiei, what? Auf der Hochzeit von Freunden hat ein Kumpel von mir bei meinem Vater um meine Hand angehalten. Eieieiei. Vor allem, dass sie Kumpel sogar schreibt und nicht Freund oder so. Das zeigt noch mehr dieses Verhältnis zu diesen Menschen. Ein Kumpel. Eieieiei. Und was hat der Vater gesagt? Nein. Das wäre auch gut gewesen. Erstmal vom Vater nein und dann du noch nein. Oh, ich höre das Herz zerbrechen und das am Valentinstag. Am Valentinstag sollen doch keine Herzen brechen. Am Valentinstag sollen Herzen zusammenwachsen. Oh, das klingt aber nach einer nicht operablen Verletzung tatsächlich. Zwei Herzen, die aneinander gewachsen sind. Und sind siamesische Zwillinge, wenn es sowas überhaupt gibt. Lächerlich. Ich habe meinen Valentinschatz seit 6 Monaten bis forever. Und du? Sagt Dennis, the Grandmaster D. Ich wurde hier gerade ermahnt von unserer Redaktionsleiterin, dass Halligalli ja nicht abgesetzt wurde. Sorry. Sie haben freiwillig sich dazu entschieden, die Leute, dass sie aufhören wollen. Ist die offizielle Stellungnahme, ja? Ich kann euch da ein paar andere Sachen erzählen, warum ProSieben wegen mir Halligalli abgesetzt hat, aber das machen wir dann in einem anderen Moin Moin. Ja. So, 8 Monate in England gewesen, schreibt Herr Dr. Seidel, wurde von meiner Freundin abgeholt und bei einem Bodybuilding-Wettbewerb mitgemacht. Bester Tag. Deine Freundin oder du? Ja, gute Frage. Beide wahrscheinlich einfach. Deine Freundin ist als dein Bizeps gegangen oder du bist als der Bizeps deiner Freundin gegangen. Oder Klitorizeps. Gibt es einen Klitorizeps? Hat die Klitoris, hat die Vagina eigentlich einen Muskel? Natürlich, oder? Nee. So ein bisschen halt. So ein bisschen halt. Ja, wackelte Klitoris. Nee, was war das? Schon wieder vergessen, die ganze Scheiße. Ich will euch ja noch verkuppeln. Dazu müsst ihr Folgendes machen. Ihr müsst wieder auf Twitter aktiv werden. Und zwar möchte ich, dass ihr euch, ob Männlein oder Weiblein, in 5 Stichworten kurz selbst beschreibt. Nein, komm, machen wir in 4 Stichworten selbst beschreibt. Also ihr müsst 4 Stichworte finden, die euch beschreiben. Zum Beispiel glücklich, Camper, feucht, sportlich. Das wären die 4 Begriffe. Davon möchte ich gerne, dass ihr ein paar, also quasi euch selbst beschreibt auf Twitter. Schreibt das mal. Und ich suche dann mal so 2 Leute zusammen. Und die werde ich dann hier feierlich quasi, wenn es so ein bisschen passt. Wenn ich denke, okay, der Typ, der mag irgendwie Klitoris und sie mag irgendwie Peni, dann könnte man die irgendwie verkuppeln sozusagen. Das heißt, ihr müsst jetzt das schreiben und ich suche euch dann zusammen und werde dann hier quasi feierlich verkünden, wer mein Valentinspaar an diesem Valentinstag wird. Und ihr müsst euch dann auch gegenseitig folgen und dem anderen das hinschreiben, was ich quasi sage, was ihr ihm hinschreibt. Irgendwas mit einem Herz wird es auf jeden Fall sein, aber es wird super romantisch. Und da kommt auch schon der erste verzweifelte Single reingerutscht, nämlich Chris schreibt, groß, rothaarig, Basketballer, Raketenbohne. Oh. Wenn das mal auf dem Single-Markt nicht die beliebteste Garde ist, kann man sagen. Groß, rothaarig und Nerd. Aber auch sportlich. Ich habe mich beschrieben. Ein wahnsinniger Comedy-Nerd. So, genauso macht ihr das bitte weiter. Chris hat das schon richtig vorgemacht und dann finden wir hier heute quasi das Valentinspaar. Ich bin sowieso für so eine Single-Show hier auf RBTV. Müssen wir unbedingt machen. Ich werde das mal durchsetzen. Es gibt ja nicht schon genug Shows hier. Ja, ich mach das mal. Ich mach mal so eine scheiß Single-Show. Kann ich jetzt hier, Anja, wenn du schon zuhörst, kann ich verkünden. Machen wir. Ich bin der neue Kai Pflaume. Das habe ich schon immer gesagt und das wird auch immer so bleiben.
Ich war am Wochenende übrigens im Theater. Ja, es ist nicht immer nur hier Karacho, Karacho. Man muss auch mal ein bisschen ins Theater gehen, gell? So ein bisschen Kulturschnubberer. Und ich finde ja ein Theater, wenn man nicht so häufig geht, so wie ich, gehe sehr selten ins Theater, wenn man aber nicht so häufig geht, ich finde, alles im Theater guckt dich dann so spöttisch an. Alles. Der Mann am Eingangsbereich. Willst du hier wirklich rein? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Du gehst durch. Das ist schlimmer als im Berghain. Du kommst eher ins Berghain als ins Theater, ohne dumm angeschaut zu werden. Dann gehst du zum Kassierer und dann so, ja, was wollen Sie denn hier? Oh, was willst du denn hier? Kommt mir so vor, ja. Und dann hast du halt nicht so den Überblick, wie ist es jetzt mit den Rängen? Normalerweise stehe ich immer überall im Stadion, keine Ahnung, wo gibt's hier meinen Hotdog, frage ich. Und der guckt mich nur blöd an. So, das heißt, man weiß nicht so genau den Raumplan, dann fragt man irgendwie, ja, keine Ahnung. Bietet er mir erstmal an, ja, 20 Euro. Ja, das wird ja wohl das Günstigste sein. Nö, das Günstigste ist 10 Euro. Ja, warum bietest du Schweinspieps mir dann eigentlich die für 20 Euro an? Weil es Geschäftsmänner sind, kann ich ihm nicht übel nehmen. Nehme ich ihm aber übel, der Drecksau. So, dann hat er gesagt, ja, 10 Euro ist mit eingeschränktem Sichtfeld. Wo soll ich, kleiner Pimpf, denn wissen, was das heißt, wenn man nicht so oft im Theater ist? Heißt es, dass dann, guckt man irgendwie immer, ob da ein fetter Basketballer vor mir sitzt oder irgendwie eine fette Tante und wenn die vor einem sitzt, dann ist es eingeschränkte Sicht oder was? Was kommt denn jetzt hier für eine Gitarrenmusik an? Was ist das für eine Scheiße? Ich bin's nicht. Hallo? Ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr. Mach mal die Scheiße aus. So. Das ist ja wahnsinnig laut gewesen. Naja, und dann gehst du weiter und fragst, ja, keine Ahnung, die Kategorie. Und du kriegst immer nur diesen... Na, dann kommst schon, da hinten sind Leute, die sind häufiger im Theater als du. Alles guckt dich an, auch die Säulen, die Theatersäulen, die gucken dich an. Nee, was willst du hier? Geh wieder raus. Los, ich bin deine eingeschränkte Sicht. Na, macht dir das Spaß, 5 Euro weniger zu zahlen und dafür mich anzuschauen hauptsächlich? Ja? Ich bin die Theatersäule, ich bin spannender als das, was auf der Bühne geschieht. So kommt es mir vor, aber es ist natürlich auch ein bisschen Paranoia, weil man sich selbst irgendwie denkt, du bist zu selten im Theater. Und dann denkt man immer, man wird angeschaut von allen Leuten. Aber ich mag das ganz gerne. Und letztendlich gibt es natürlich einen kleinen Tipp, den ich jetzt hier verrate, den wahrscheinlich jeder, der im Theater häufiger ist, schon kennt. Aber immer die billigste Kategorie kaufen von Stücken, die jetzt nicht so krass besucht sind und dann einfach auf einen besseren Platz gehen. Kennt man auch aus dem Kino, habe ich im Kino schon nie gemacht, aber im Theater wäre das auf jeden Fall sinnvoll gewesen. Hätte ich 5 Euro weniger gezahlt, wenn der nette Herr an der Kasse mir gesagt hätte, dass eingeschränktes Sichtfeld nur eine 2 mm breite Schnur ist, eine Säule ist, die sowieso auch, wenn ich neben ihr sitze, guckt die mich so an. Hey, na, willst du nicht lieber zu mir? Willst du nicht lieber mich anschauen? Hm? Das sind meine Theatergeschichten. Das ist die neue Kategorie, Lars im Theater. Oder was soll die Musik im Hintergrund? Ich weiß es immer noch nicht. Aber vielleicht hat es ja irgendwie gepasst. So, das war eine kurze Theatergeschichte. Ihr kennt Moin Moin mit mir. Da hüpft man. Sprungmäßig. Ihr müsst auf Zack sein. Ihr könnt euch nicht so hinlegen. Och, ich hab keinen Bock mehr auf Schlafen. Ich guck Moin Moin. Nein! Moin Moin ist mit mir ist... Man guckt hier hin. Dann trinkt man einen Schluck Kaffee. Da musst du kurz dich übergeben. Oh, Kotzreflex. Und dann geht's weiter ins Schwimmbad. Hä? Warum sind wir jetzt im Schwimmbad? Was? Wasserschaden an der Decke? Ich verstehe gar nichts mehr. Sollen die mich angucken? Hä? Doch wieder kein Pflaume, Liebesgedichte? Es geht hin und her, Leute. Es wird nicht langweilig. Es wird nur ätzend. So, wir lesen hier weiter. Die Singles kommen hier rein. Wir haben nur noch 10 Minuten, deswegen müssen wir ganz kurz gucken. Was haben wir noch hier? Schwer-Metal-Musikant schreibt Hans Ford. Videospieler, Fleischfan, schwerhörig. Achso, die Werbung kommt erst in 10 Minuten. Okay. Ja, ich kriege hier 20 Sachen auf den Monitor gesagt. Kann die aber alle nicht entziffern. Was haben wir hier? Vivian schreibt, oh, wir haben eine Frau. Everybody! Alarm, 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 Alarm. Eine Frau schreibt. Klein, humorvoll, musikalisch und dope. Ich weiß nicht, ob sie dope ist oder ob sie dope mag. Das müsste ich wahrscheinlich wissen. Ansonsten gucke ich gleich mal. Auf jeden Fall ist es schon mal so, der Basketballspieler ist wahrscheinlich sehr groß, sie ist sehr klein. Das hat dann immer so ein bisschen den Eindruck irgendwie, ja, so, keine Ahnung. Jetzt wollte ich einen einzigen amerikanischen
Basketballspieler nennen. Und mir ist auf die Schnelle keiner eingefallen. Jetzt natürlich gerade im Kopf schon, aber jetzt habe ich es auch nicht mehr verdient. Weil wenn einem spontan nicht irgendwie mal ein Basketballspieler einfällt, dann hat man es auch nicht verdient. Also, und das sieht ja mal so blöd aus, ne? Die da mit ihren Stand gebläsen. Das heißt, Vivian, für dich suche ich einen anderen Schnuckel. Jetzt suchen wir erstmal für Vivian. Also, du bist klein, humorvoll, musikalisch und dope. Dahingegen ist Manuel witzig, nerdig, musikalisch und kreativ. Vielleicht hat Manuel gesehen, dass Vivian musikalisch geschrieben hat. Vielleicht. Ich will es mal gucken. Ist auch interessant, weil die Zuschauer sind ja alle hier zwischen 17 und 37. Es könnten interessante Beziehungen hier geben. Interessante Pärchen am Rande zur Illegalität. Aber das ist jedes Moin Moin von mir. Ich mag hübsche Frauen, schreibt Max. Dafür kriegst du keine einzige Frau. Jule ist Teilzeitoptimist. Ananas. Ah, nee, für Julia suchen wir gleich. Jetzt suchen wir erstmal noch für Vivi. Wir haben Brillenträger, Biochemiker, Jugendcampleiter und männlich. Was suchst du denn auf einer Singlebörse? Ich dachte, du kriegst jeden Tag 5 Frauen. Sportlich, nerdig. Kinder schon 2-mal durchgespielt. Naja, das wird Vivi nicht mögen, weil Vivi ist eher so, weißt du, so musikalisch unterwegs. Vivi mag nicht den Aufreißertypen, den Tinder-Durchspielerer. Durchspielerer. Also Vivi. Aber Vivi hat nochmal neu gepostet. Klein erkältet musikalisch und dope. Okay, vielleicht haben wir einen Arzt irgendwo. Haben wir nicht gerade so einen Mediziner gehabt? Nee. Okay. Wenn ich jetzt hier keinen Medizinnamen mehr finde, dann nehmen wir auf jeden Fall schon mal. Wir haben das erste Pärchen, ihr Lieben. Ich gucke nochmal ganz kurz durch. Penis, haarig, ne? Okay, das erste Pärchen. Die erste Liebesbeziehung, die dieses Moin Moin und jedes Moin Moin dieser Welt jemals hervorgebracht hat, haben tun, ist. Kleiner Trommelwirbel von mir. Drrr, ping! Vivian at BetterXBlack und Manuel Bohr. Ed Bohr Manuel, denn beide haben an dritter Stelle musikalisch. Innerhalb der gleichen Sekunde geschrieben und beide haben an dritter Stelle musikalisch. Wir haben hier, sie ist klein, er hat nicht geschrieben, dass er groß ist, also ist er wahrscheinlich nicht groß, sonderlich groß. Guck mal, witzig ist er, sie ist humorvoll. Er kann nicht, doch nicht, ich kann euch nur verkuppeln. Ihr seid das schönste Pärchen der Welt. Was haben wir noch? Nerdig und sie ist dope. Leute, das ist auch ein Synonym. Also, das erste Pärchen ist Manuel Bohr und Vivian. Ich hoffe, ihr folgt, also ihr habt jetzt Folgendes zu tun. Ihr folgt euch jetzt erstmal gegenseitig. Vivian, du folgst Manuel Bohr, at Bohr mit H, B-O-H-R, Manuel, ihr seht's ja hier. Mensch, ich muss es euch doch nicht vorlesen. Ihr seht's doch hier. Ihr habt Augen. Oder seid ihr blind? Dann hättet ihr das hier dazu schreiben sollen. Das ist relevant bei der Partnersuche, ob man blind oder andere Behinderungen hat. Ob man blind hat. Oder andere Erinnerungen. Okay, also das erste Pärchen. Ich werde gleich gucken, ob ihr euch folgt. Und ihr sollt euch bitte gegenseitig schreiben. Also Manuel schreibt at BetterXBlack. Alles Gute zum Valentinstag, Schatz, Herz. Das schreibt Manuel an Vivian. Und Vivian schreibt zurück at Boah Manuel. Du bist mein musikalischer Valentinstag. Du bist mein musikalischer Valentinstag und Herzchen. Das möchte ich, dass ihr das gleich schreibt. Und ich werde das alles, wenn es nicht mehr in der Sendung reicht, das zu kontrollieren, werde ich später kontrollieren. Und auf Twitter werde ich nachschauen, dann ganz einfach. So, jetzt brauchen wir aber noch ein Paar, und zwar für Jule. Jule ist Teilzeitoptimist, Ananashasser, Redhead und streitlustig. Oh, Sawimboa. Da könnten wir was finden. Teilzeitoptimist, ehrgeizig, gut aussehen, erfolgreich, ironisch. Naja, Ananashasser, Redhead und streitlustig. Gucken wir mal hier. Sportlich, nerdig, Tinder schon 2-mal. Ja gut, dieses Tinder schon 2-mal durchgespielt könnte natürlich bei ihr vielleicht passen, wenn sie sagt, sie ist streitlustig. Dann mag sie vielleicht jemanden, den sie auch mal irgendwie am Kragen packen kann und sagen kann, du gehst jetzt mal raus aus dieser App. Mensch, du hast schon Hepatitis C und Syphilis. Es reicht. Aber wir suchen trotzdem noch was anderes für dich. Nerdig, treu, liebevoll. Nein, das ist nichts für Jule. Jule braucht keinen Liebevollen. Die braucht eher so einen Streitlustigen. Weißt du, so einen fruchtig, sportlich, attraktiv, humorvoll, arrogant. Das vielleicht, sowas vielleicht. Fruchtig, aha, wir haben ein neues Pärchen, ihr Lieben. Tim. Tim ist das Twitter-Pärchen hier jetzt geworden. Und zwar haben wir einen neuen Match zwischen Jule. Können wir ganz kurz gucken. Jule at Jule Penelope, Teilzeitoptimist, Ananas, Hasser, Red. Oh, Hasser.
egal. Ich dachte Esser, Ananas Hasser, Redhead und streitlustig. Umso besser, denn das Pärchen hat sich gefunden in Tim, den haben wir hier. Der ist fruchtig, also Ananas Hasser. Vielleicht ist er eine Ananas. Sie hasst Ananas, ist aber streitsüchtig. Also passt das wieder. Er mag Früchte, sie hasst Ananas. Wer weiß, vielleicht gibt es da ganz tolle Sachen. Irgendwie sportlich, attraktiv, humorvoll, arrogant. Ihr schreibt euch, also ihr folgt euch jetzt bitte gegenseitig. Habt ihr gesehen? RXT Ballab. Ihr folgt euch gegenseitig auf Twitter und schreibt @ jeweils den Namen. Und beide schreibt ihr bitte gleichzeitig frohen Valentinstag und 2 Herzchen, bitte. Das ist für euch quasi die Aufgabe. Jetzt suchen wir noch ein kleines Pärchen hier für die Nora Tikitaki. Chauvinistisch, misanthropisch, zynisch und blond. Oh, da braucht man einen ganz harten Fall. Ja, mein Gott, die scheiß Regie sagt mir die ganze Zeit, dass ich noch sagen soll, dass nächste Woche bei der neuen deutschen Abendunterhaltung, der neuen Show hier auf RBTV, Dienstag 20 Uhr, Motherfucking Larissa Ries und Moritz Neumeier zu Gast kommen. What the fuck? Mic drop, 1-2-1-2. Das wird herrlich. Ich habe mich verletzt. Aber es war es wert für die Show. Also, Moritz Neumeier und Larissa Ries. Ich kriege hier schon wieder eine Warnung. Vielleicht habe ich es falsch gesagt. Dann sollt ihr einfach vorbeikommen und mich berichtigen. Aber es wird nächste Woche 20 Uhr richtig geil. Schaltet ein. Ich wollte gerade den Partner finden für Nora. Sie ist chauvinistisch. Sie ist misanthropisch. Sie ist zynisch und sie ist blond. Was haben wir hier? Vielleicht mal ein lesbisches Pärchen. Reiselustig, verfressen, spontan und bacon. Nee. Sexy, C-Rapper, Al Pacino und On Fleek. C-Rapper könnte natürlich mit chauvinistisch, genauso wie Al Pacino sich mit chauvinistisch irgendwie verbinden könnte. Sexy und On Fleek. Was hatte Nora nochmal? Blond. Sexy und blond. Ja, ja. Und damit haben wir das neue Twitter-Pärchen gefunden. Schon 3 Leute habe ich heute glücklich gemacht. Wenn ihr in 5 Jahren euer Baby zur Welt bringt, dann möchte ich doch bitte da eine Grußkarte geschickt bekommen, ja? Wenn hier aus dieser Show solche wunderbaren Pärchen entstehen. Und zwar, ich lese nochmal vor, einmal Nora @tikitaki hier ist jetzt zusammen mit Young Kermit. 1 Kermit Young. Viel Spaß damit, Nora. Ihr schreibt euch bitte gegenseitig auf Twitter, ihr folgt euch jetzt erstmal gegenseitig und schreibt euch: Ich vermisse dich so sehr. Ausrufezeichen. Natürlich macht das Hashtag Moin Moin gerne noch dazu. Aber schreibt euch gegenseitig: Ich vermisse dich so sehr. Komm, das reicht vielleicht noch. Das macht irgendwie gerade ein bisschen Spaß. Was haben wir noch? Fußballfan V. Nee, wir brauchen wieder eine Frau, die wir dann wieder verkuppeln. Diesmal mit einer Frau. Ich verkuppel jetzt 2 Frauen. Cindy schreibt: 25 blond, Physikerin, Handarbeit. Handarbeit, Cindy, wir wissen alle ganz genau, was das für Handarbeit ist, nämlich stricken, häkeln mit Stricken. Meine Güte, was denkt ihr eigentlich, ihr Dreckschweine? So, Cindy verkuppeln wir jetzt mit einer Frau. Ist mir scheißegal, ob ihr dieser Sexualität abgeneigt seid vielleicht. Ich finde, heute sollten auch mal Grenzen überschritten werden. Cindy ist jetzt zusammen, Handarbeit, Moment, blond, Physikerin, Handarbeit, mit, ich weiß nicht, ob das eine Frau ist, Isusa? Überdreht, humorvoll, Gamer? Nee, Gamer, das klingt deutsch, klingt also nicht nach einer Frau. Hier vielleicht Mina Popina. Valendance ist fast 7 Jahre, oh, die ist schon vergeben, können wir nicht verkuppeln. Denn cheating is not the right thing to do. Jetzt nur noch eine Frau, Niki, moin moin, im Unterricht gucken. Was haben wir hier? Reiselustig, verfressen, spontan und bacon. Ja, das passt irgendwie nicht mehr so genau, Cindy. Handarbeit, weiß ich nicht. Oder vielleicht doch einen Mann? Eher klein, spiele Volleyball, hilfsbereit, optimistisch, Zocker, Kress, Fechter. Fechter, da haben wir. Wir haben doch wieder ein unterschiedliche Geschlechterpärchen. Cindy ist, weil sie Physikerin ist und Handarbeit mag, ist jetzt zusammen mit einem Fechter. Ich weiß, es klingt zuerst mal so ein bisschen Kess von mir, dass ich hier jemanden, der Kress irgendwie hinschreibt und Karneval hinschreibt, hier mit Cindy vielleicht verkuppeln will. Aber es wird gelingen, denn sie mag Handarbeit und er mag Fechten. Was kann es Schöneres geben? Also, wir sehen hier, Jan Marston und Cindy @Marinekäfer sind jetzt zusammen, sollen sich bitte gegenseitig folgen und lieben in allen Ehren. Und schreibt euch bitte gegenseitig: Nie mehr Valentinstag ohne dich. Das schreibt ihr bitte.
Ich kontrolliere das wirklich. Wenn ihr das nicht schreibt, werde ich euch nie wieder anschauen. Wir können ganz kurz mal noch gucken, was heute die Highlights sind. Ganz kurz auf den Sendeplan. Ich habe nicht mehr viele Sekunden. Aber wir können noch auf den Sendeplan gucken. Jetzt kommt gleich die Grillshow. Big Tasty Bacon um 11.30 Uhr kommt Bundesliga Nummer 20. Um 13 Uhr ein Almost Play Nummer 46 mit dem Spiel Wer bin ich? Um 14 Uhr New Game Plus. Hashtag 9. Um 15 Uhr Knaller durchgenommen Pokémon Mond. Um 16.30 Uhr Rank Team Limited Counter-Strike. Danach kommt Bada 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 Bing Nummer 2, die zweite Folge unserer fantastischen neuen Serienshow. Um 20 Uhr heute live ein Almost Play die Nummer 47 Spiel Agent Undercover. Ich glaube, ich bin sogar auch mit dabei. Man hat mich da wieder eingetragen, da muss ich hin. Dienstag um 21 Uhr. What the fuck, ist das ein geiler Tag. Danach knallhart durchgenommen. 23 Uhr eine neue Folge Resident Evil. Danach kommt nochmal mein Moin Moin, also das Highlight. Es hat mir großen Spaß gemacht. Habt noch einen wunderschönen Valentinstag. Viele Küsse gehen raus an euch. Alles Gute, Gunnar Krupp. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.